Hallo, heute machen wir was ganz Schnelles und zwar ein Lachsbrot, ein Lachssandwich. Ich nehme gern so ein Aufbackbrot mit Oliven drin. Ihr könnt auch ein anderes nehmen. Da gibt es welche mit Pepperoni, mit Kräuter und ganz neutral, Klassik und so weiter. Könnt ihr mal gucken, was ihr findet, was euch zusagt. Ich würde sagen, das reicht 2 bis 3 Personen. Das ist halt ein kleiner Snack, wenn man keine Lust hat zum Großkochen. Man muss bloß das Brot aufpacken und die Tomaten kleinschneiden. Und ich nehme Schalotten, die sind etwas milder. Und das sind 100 Gramm Lachs. Und dann nehme ich gern so einen Bio-Lachs. Da sollte man schon darauf achten, dass man eine gute Ware nimmt. Ja? Das ist, wie ich gelesen habe, von Naturland. Und 100 Gramm reichen. Ihr könnt aber auch einen ganz gewöhnlichen nehmen. Ihr könnt auch einen ganz teuren Lachs nehmen. Nehmen wir tun noch dazu Rucola oder Rauke, Olivenöl, Salz, Pfeffer und das war's schon. Und jetzt gehen wir zur Zubereitung und jetzt tue ich mal das Brot in den Backofen. Dauert 15 Minuten ungefähr, 200 Grad und dann ist es schon mal fertig. Dann können wir den belegen. Und los geht's. Das Brot ist im Backofen, wie schon gesagt, es dauert so eine Viertelstunde. Und jetzt haben wir schon die Rucola oder die Rauke schon gewaschen, Tomaten auch. Und jetzt schneide ich das klein. Also den Strunk von den Tomaten müssen wir rausschneiden, wisst ihr ja. Das ist nicht so gesund. Das Brot ist jetzt ausgebacken, habe ich in der Mitte durchgeschnitten. So. Die Tomaten habe ich in kleine Scheiben geschnitten, die Zwiebel auch relativ klein und ein bisschen Petersilie durch noch oben, glatte Petersilie. Der Klassiker ist natürlich Dill, aber ich mag kein Dill. Deswegen könnt ihr gerne Dill nehmen und ansonsten könnt ihr es auch variieren, wie ihr wollt. Das ist immer nur ein Vorschlag. Und jetzt kommt da erstmal Olivenöl drauf. So, das klappe ich zunächst mal wieder zu und drehe es um, dass die andere Seite auch ein bisschen von dem Olivenöl abbekommt. Ihr könnt natürlich warten, bis es fast kalt ist und auch mit Butter bestreichen. Ein Sandwich macht man auch in klassischer Weise mit Butter drunter. So, jetzt hat sich das Olivenöl verteilt. So. Und jetzt fangen wir an mit den Zwiebeln. Die Tomatenscheiben. Pfeffer. Salz. So, jetzt kommt der Lachs drauf. Rucola drauf. So, die Petersilie. So, dann tue ich auch ein bisschen so drauf. So, jetzt noch mal ein bisschen Olivenöl oben drauf. Und dann klappen wir das zu. Und dann ist es schon fertig. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit!